Bonnies Namensverkündung, Lebo-Kumpel Jan Lepp tritt nach. Malemoden Lebo Frehmann, 29, und Edgiel Bonnie Strange, 31, schweben im absoluten Elternglück, wenn auch unabhängig voneinander. Der Skandal um seine angebliche Untreue tobte noch, als ihr gemeinsames Töchterchen am vergangenen Montagabend das Licht der Welt erblickte. Seitdem verzücken die neue Mama und der frisch gebackene Papa ihre Fans auf Social Media mit süßen Liebesbotschaften an ihren kleinen Sonnenschein. Aber auch Ex-BTN-Star Jan Lepp, 33, mischt dort immer wieder mit. Der Kumpel von feuerte zum wiederholten Mal gegen. Er hat das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der DJ hatte sich bereits kurz nach der Geburt in aller Öffentlichkeit darüber empört, dass die 31-Jährige ihrer Tochter den Vater vorenthalte. Vor wenigen Tagen verkündete in einem ersten offiziellen Statement den Namen ihres kleinen Wonneproppens und holte zu einem erneuten Schlag gegen die Berliner Göre aus: Vielen Dank für den Dit-Move des Jahres. Ist super geil, dass jetzt weiß, wie seine Tochter heißt. Wenn er kein Instagram hätte, dann würde er heute noch dumm dastehen, da hat er in seiner Instagram-Story seine Meinung kund. Weder noch haben sich bislang zu der verbalen Attacke des 33-Jährigen geäußert. Der fühlt sich wohl durch das Beziehungschaos des Ex-Paares an seine eigene zerrüttete Kindheit erinnert, musste ohne seinen Vater aufwachsen. Vielleicht ist ihm gerade deshalb so sehr daran gelegen, dass die Kleine und ihr Papa sich ganz nahe sein können.